Hallo Leute, letztes Mal habe ich euch ja unverrichtete Dinge hier vor dieser Schräge stehen lassen, von der ich glaube, dass sie böse ist. Ja. Genau das ist sie. Genau das ist das, was ich gedacht habe. Nein. Wow. Stell dich halt genau in die Explosion. Ich hasse die Viecher. Es ist so nervig. Ha. Toll. Noch nicht mal eine Minute Spielzeit und schon tot. Das ist doch nicht zu glauben, ey. Vielleicht bringt Uzi dann wirklich mehr diesmal. Wir haben es ja, muss man ja dazu sagen. So. 3000 Schuss, Leute. 3000. So, ich hoffe, das reicht. Ja. Guck mal, was passiert, wenn ich drauf schieße. Ich krieg selber Schaden. Das ist nämlich ein Atlantis-Lara-Klon. Macht genau das gleiche wie ich. Nur spiegelverkehrt. Und wie ihr seht, ist dieses Level genau spiegelverkehrt aufgebaut. Ah ja, genau. Es gilt also Folgendes zu tun. Wenn die Musik dann mal aufhört. Na komm. Das ist ätzend, wenn man das nämlich nicht weiß, dass dieser Klon einen nachmacht und man schießt und schießt und merkt, verdammt, das Viech zieht einem gut Leben ab, bla, etc. Und steht dann da und heilt sich und man kriegt es nicht tot und man kann seinen Treffer nicht ausweichen. Also folgendes Szenario. Das öffnet diese Fallklappe. Ich, natürlich auf Zeit. Ich muss da hinten hin, wo sie steht, damit sie hier in die Lava fällt, damit die Tür aufgeht. So, wir machen einen Quick Save, damit wir die Viecher nicht jedes Mal neu besiegen müssen, falls ich jetzt irgendwie dumm in die Lava springen sollte oder so. Oh, das hat sogar geklappt. Verrückt. Und das war einfacher als gedacht. Tada. Und so verbrennt Klon Lara. Ich hatte das wesentlich schwerer in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo führt eigentlich ihre? Ah, die endet da oben einfach. Okay. Wesentlich schwerer in Erinnerung. Nein, böses Lara. Rangehen, hochgehen, umdrehen. Ihr seht, Tür offen. Lara. Wollen wir uns Klon Lara mal angucken, wie sie brennt? Ist sie noch da überhaupt? Ja, aber sie brennt nicht. Klone brennen nicht. Müsst ihr euch merken. Falls sie mal in einen intergalaktischen Krieg geratet, Klone brennen nicht. So. Und wieder eine Munition. Aber theoretisch zwei ausgegeben. Ah, da liegt schon die nächste. Oh Mann.
Die Viecher kosten viel Munition. Blöden Pferdemenschen. Wenn man sich zurückerinnern möchte an die Szene, wo wir die ersten getroffen haben. Erstmal zweimal treffen lassen, um sicher zu gehen, dass es auch weh tut. So, noch wer? Irgendwer tiefer, verspürt irgendwer den tieferen Wunsch zu sterben? So. Ich schätze, wir müssen ein Hebel Tür, ein Hebel Brücke. Ich weiß halt nur nicht, welcher was ist. Und dann entsprechend rechtzeitig rüber. Können wir mal einen ersten Testlauf starten? Und gucken, was das gebracht hat. Tür oder Brücke? Das war Brücke. Da ist irgendwie eine geheime Tür. Reicht es? Nein, es reicht nicht. Also erst Tür, dann Brücke. Rolle, hüpfen. 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 Reicht, oder? Reicht. So, noch zweimal Uzi-Munition gefunden. Mein Herz geht schon, weil ich weiß, was jetzt hier gleich passiert. Und ich würde sagen, the show must go on. Hä? Was muss ich denn mit dem Skion machen? Oder muss ich von der anderen Seite? Da ist so eine Schräge. Ja. Das könnt ihr nicht tun. Wir verurteilen dich, Nadler von Atlantis, für deine Verbrechen. Gegen krassen Missbrauch seiner Kräfte und... Krassen Missbrauch. ...unserer Kräfte. Das könnt ihr nicht, ich habe... Du hast den Dreifachverbund zerstört, der unser Volk einträchtig geführt und beschützt hat. Du hast Zio Khan und mich mit unserer eigenen Armee herausgefordert. Hast unsere Krieger von der Pyramide fortgelockt, damit du die Schöpfungskraft der Pyramide für deine stumpfe Zerstörungswut missbrauchen konntest. Stumpf? Seht euch doch an! Keiner von euch hat auch nur einen Funken Erfindungsgeist im Kopf! Verschwender! Lass es uns einfach tun. Theo Khan! Du hast eine heilige Opferstätte aus purer Habsucht geschändet und als Brutfabrik missbraucht. Eine neue Generation zum Überleben geboren. Jetzt sind sie Hackfleisch. Und dich, Nadler, werden wir in Stasis versetzen. Deine Adern und Füße, dein Herz und dein krankes Hirn mit gefrorenem Blut bedecken. Schau deiner ewigen Unruhe in die Augen, Nadler. Ihr werdet auch keine Ruhe finden und euer verdammter Kontinent Atlantis. Warum haben sie nicht einfach getötet? Das Teil ist ganz schön groß. Das sieht man ja am Anfang fliegen. Ich dachte, das sah halt viel kleiner aus. Das sah aus, als könnte man das so in beide Hände nehmen. Wie ein Gullideckel. Na, wieder da? Sie auch. Zur feierlichen Wiedereröffnung nehme ich an. Die Evolution steckt in der Sackgasse. Kaum noch natürliche Auslese. Die Ausbreitung neuer, frischer Wesen wird neue Gebietskämpfe anregen, uns stärken und voranbringen, sogar neue Rassen erschaffen. Eine Art gedopter Evolution also. Ja, ein Tritt in den Hintern.
Die albernen Wichte Qualopec und Teokan haben ja keine Ahnung. Der Untergang von Atlantis hat eine Rasse träger Schwächlinge getroffen und sie zu den Ursprüngen des Überlebens zurückgeworfen. Dies ist, was die Welt braucht. Nicht auf diese Art. Ausschlüpfen beginnt in 15 Sekunden. Zu spät für eine Abtreibung. Nicht ohne das Herz der Operation. Nein! Zehn. Toll. Kein Geheimnis gefunden, 40 Minuten gebraucht und fuck yeah, Bosskampf. Final Round. Ich wollte jetzt Fight sagen, jetzt kommt noch ein Ladebildschirm. Ja, wir werden halt mit unseren 3000 Schuss Uzi mal gucken, was da so geht, würde ich sagen. Und dann das Viech mal ein bisschen auseinandernehmen. Noch ist kein Viech da, ihr seht's. Das Spiel verbuggt. 3500 Schuss. Blei für deinen ganzen Körper. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Tomb Raider 1 Bosskampf. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, aber sie... Wow. Nein, nicht nach vorne, Lara. Weg von dem Viech. Lara, zur Seite heißt nicht nach vorne. 500 Schuss hat er schon drin. Ey, du dummes Weib. Echt. Ich habe jedes Mal, wo sie gerade nach vorne gesprungen ist, nach links gedrückt. Irgendwie sieht das Viech auch nur halb fertig aus. Warum schlüpft es denn jetzt schon? Neustart des Levels macht keinen Unterschied. Oh, nervt mich das gerade. Und es ist nicht mein Skill, der mich in diese Situation bringt, sondern mein verdammtes Gamepad. Und weg da, Lara, weg da. Ich werde gleich ein Safe-State setzen, damit wir den blöden Ladebalken nicht immer wieder haben. Man könnte ihn auch mit der Shotgun erledigen, aber ich glaube, dafür habe ich nicht genug Munition. Wäre aber auch mal was, ne? Wow. Eigentlich reicht das ja. Knapp, Lara, knapp. Ich schieße zwar nur mit einer Hand, aber ich bin dauernd in Bewegung. Nein. Nicht in den Abgrund. So. Nicht, Lara. Alter. Das sind alles hier Millimetersprünge. Das ist unglaublich. So, wir haben jetzt knapp 600 Schuss in dem Viech drin. Das war's? Wirklich? Ach, komm schon. Wichtig ist halt, man darf sich jetzt nicht von seinen Teilen treffen lassen. Willst du nicht explodieren? Von genau diesen Teilen darf man sich nicht treffen lassen, weil dann ist man auch tot. Ach, ja, ätzendes Viech. Aber hat nicht so viel Leben gebraucht, wie ich gedacht habe. Und war jetzt auch wirklich
Nicht schwer, durch das im Kreis gelaufen.